So Leute, das ist das Foto, welches ihr gesehen habt in der Community. Heißt also das, was ich hochgeladen habe. Ein bisschen verwirrend, weil ich den ersten Zylinder nicht mit aufgenommen habe. Hier jetzt noch einmal ein kurzer Blick auf den Motorblock und auf die geschädigte Stelle. Also erstmal Entschuldigung, dass ich das so falsch fotografiert habe, dass es viele verwirrt hat. Und vielleicht hätte ich auch schreiben können, was kaputt ist. Aber ich denke, es war ein schönes Spiel. Ja, viele haben gesagt, Pleuel abgerissen und sowas. Aber war es leider nicht, Leute. Einfach nur Kühlmittelverlust. Das Auto, das ist übrigens der Diesel von meinem Vater. Läuft aktuell oder lief bis jetzt wie ein Zweitakter Wasserdiesel. So, wir schauen uns das gerade noch einmal an. Also Leute, hier schöne vier Zylinder, also kein Pleuel abgerissen. Die Stellen hier, das ist einfach nur, da ist Wasser beim Abnehmen des Kopfes drauf gekommen. Genau wie da unten, ne, das ist einfach so ein bisschen sauber, weil da Wasser mit drauf gekommen ist. Und hier haben wir das Problem, dass genau hier, schaut euch das an, die Kopfdichtung durch war. Man kann es super erkennen, wie die Abgase ins Kühlsystem reingegangen sind. Sieht ein bisschen rostig aus, aber der ist immer mit Frostschutz gefahren. Einzige Sache, was nicht gemacht wurde regelmäßig, und zwar wurde nicht regelmäßig gewechselt. Der Zahnriemen, den habe ich vor 30.000 Kilometern gemacht. Turbolader mit Turbolader natürlich wieder rausgeholt. Ne? Hier haben wir das Abgasrohr und den Katalysator. Der hat noch keinen Partikelfilter. Ja, und das ist der Schaden. Das Auto quasi ein Zweitakter, läuft auf Wasser und Diesel. Ich würde sagen, wir schmeißen noch ein Auge auf die Kopfdichtung und auf den Zylinderkopf. So, hier haben wir den Kopf. Das ist der vierte Zylinder. Hier alles sieht richtig gut aus. Jetzt kommt der dritte Zylinder. Und hier kann man sehen, Leute, total undicht. Ne? Auch die Dichtfläche, die hier abdichtet, komplett schmutzig, weil da die Abgase durchgegangen sind. Hier alles soweit sauber. Hier haben wir den zweiten Zylinder. Ob hier eine Undichtigkeit ist, weiß ich nicht. Ich glaube eigentlich nicht, aber kann natürlich sein. Soweit sonst alles gut. Und der erste Zylinder natürlich auch hervorragend. Man sieht auch hier die Flecken, beziehungsweise sind gar keine Flecken, das ist einfach nur Ruß. Guckt euch das an. Ne? Nichts Besonderes, nichts Gravierendes. So, jetzt haben wir hier die Kopfdichtung. Da haben wir den Zylinder 1. Keine Undichtigkeit, Zylinder 2 und hier nämlich auf Zylinder 2 sehe ich keine Anzeichen für eine Undichtigkeit. So. Und Zylinder 3, da kann man hier wunderbar erkennen, Leute, hier richtig undicht, richtig im Eimer. Und Zylinder 4, auch keine Besonderheiten. Ja, Leute, was ist hier alles passiert? Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Was ist hier alles passiert? Also, das Auto hat Kühlmittelverlust, Verbrauch und es geht einfach nicht in den Brennraum, sondern beim Diesel ist es häufig so, dass wenn die Kopfdichtung aufgibt, nicht das Wasser in den Zylinder läuft, sondern weil das so hoch verdichtet, eher die Kompression und die Verbrennung ins Kühlsystem reingeraten. Und dadurch sammeln sich ganz kleine Bläschen, heißt also, er pfeift immer so ein ganz kleines bisschen ins Kühlsystem rein, dadurch sammeln sich Bläschen im Kühlsystem und dann drückt er das über den Ausgleichbehälter schön raus. Ja, und dann haben wir das Problem, dass das Auto am Ausgleichbehälter undicht ist. Allerdings sieht man das, beim Diesel sieht man das häufig, wenn die Kopfdichtung kaputt ist. Der Kühlmittelausgleichbehälter, der wird leicht grau, trüb, weil Abgase da drin sind. Ja, und das ist das Problem. Das Auto hat 310.000 Kilometer gelaufen und soll ich euch mal was sagen, wann die Kopfdichtung eigentlich kaputt gegangen ist? Vor den Sommerferien, als ich in die Sommerferien gefahren bin, viele von euch sollten es wissen, da habe ich ja damals meine Kopfdichtung gemacht. Logisch, ich musste in den Urlaub, mein Auto musste schnell gemacht werden, Papa musste ein bisschen warten, aber konnte es nicht abwarten. Ich sage euch was, der ist trotzdem mit dieser Kopfdichtung bis nach Polen gefahren und wieder zurück. Er hat, ich glaube, seit den Sommerferien 4.000 oder 5.000 Kilometer damit gemacht
Und das hat wirklich nur gestrudelt, wenn man so, ich sag mal, ab 110 km/h gefahren ist, wenn der Motor richtig heiß war und ein bisschen gedrückt hat. Dann hat wirklich, ja, dann hat das Kühlsystem quasi gekocht oder das Kühlwasser ist aus dem Ausgleichbehälter rausgegangen. Ja, und das war, ja, und so lange haben wir jetzt gewartet. Jetzt hat er 310.000 Kilometer gelaufen und wir machen mal eben die Kopfdichtung. Das ist übrigens auch das gleiche Auto, wo eingebrochen wurde, ne? Das nur einmal zur Info. Das Video kommt aber noch, wenn ich mit der Kopfdichtung fertig bin, dann mache ich für euch noch ein Video, was daraus geworden ist. Ja, bei dem Auto, was richtig, was mich verwundert, bei 220.000 Kilometern, meine ich, also vor 90.000 Kilometern, ist ja der Turbolader hochgegangen. Und der Turbolader ist nicht einfach kaputt gegangen und hat gepfiffen oder so, nein. Da ist die Schaufelräder vom Verdichterrad ist geplatzt, hat einmal den Saugkanal halb zugemacht und die ganzen Brocken, die sind ins Ladeluftsystem, in den Ladeluftkühler. Der Ladeluftkühler ist neu gekommen. Ich hab alles sauber gemacht. Ich habe den Ladeluftkühler gewechselt und dann, als ich mit dem Turbolader fertig war, hat der Motor angefangen zu klopfen und da habe ich meinem Vater schon vor 90.000 Kilometern gesagt, weißt du was, das Auto wird Schrott, weil die Stückchen vom Turbolader in den Zylinder reingekommen sind. Die haben richtig Krach gemacht, Leute, das hat genagelt und gekracht und da habe ich gesagt, der Motor ist Schrott. Schon damals hätten wir das Auto fast abgegeben, Motorschaden verkauft, also mit Motorschaden verkauft. Und ich muss euch sagen, ich bin froh, dass wir das nicht gemacht haben. Keine Spur zu sehen. Das Auto verbraucht kein Öl. Keine Spur auf dem Kopf zu sehen. Ich werde das mal schmirgeln und dann gucken. Aber Leute, gar nichts. Nichts zu sehen. Nicht auf den Zylindern. Wir gucken da gerade mal nochmal rein. Jetzt, wo ihr die Info habt, lasst uns einfach nochmal in die Zylinder reinschauen. Es ist nichts davon zu sehen, dass da einmal irgendwie ein halber Turbolader oder nicht halber Turbolader, aber die Stückchen vom Verdichterrad vom Turbolader durch den Motor gegangen sind. Unglaublich, oder? Also, ich leuchte mal mit einer Lampe da rein. Und was sehen wir? So aktuell nicht viel. Das ist alles nur Schmutz von der Kopfdichtung, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie Brocken vom Motor, die da reingefallen sind oder so. So, jetzt haben wir hier den dritten Zylinder. Hier sieht auch alles gut aus. Ja, da ist überall Schmutz, das muss ich gleich nochmal rausholen. Dann haben wir hier den zweiten Zylinder. Guck mal, wie sauber der ist. Ne? Das Wasser hat ihn so ein bisschen ausgewaschen, ein paar Wassertropfen, dass man da sogar noch die Ziffern sieht und alles. Da sieht es aus, als wäre der Kolben leicht angeknabbert, aber ich bin mir nicht sicher, Leute. Die Zylinderwand, wie sieht die hier aus? Ja, guck mal, nichts. Immer noch der Kreuzschliff auf der Zylinderwand. Keine Längsriefen drin oder so, gar nichts. Gar nichts. Wie neu. So, jetzt hier einmal auf den ersten Zylinder geschaut. Nichts zu sehen, Leute, nichts. Und ein Blick direkt auf den Kolben. Da sieht es aus, als würde er, hätte er geknabbert oder sowas, aber Leute, das ist einfach nur Schmutz. Das ist einfach nur Schmutz. Kann sein, dass der Kolben da leicht kaputt ist. Aber was willst du machen? Sieht gut aus und läuft bis jetzt mit 310.000 Kilometern wie eine 1. Ja, Leute, und so sieht der Motor aus. Also eigentlich nichts, ja. Ja, was heißt nichts Wildes? Ich meine, gut, jetzt, ich habe jetzt noch mal ein bisschen im Detail geguckt und gesehen, ja, die Kolben haben minimale Spuren, als würde, ich weiß nicht, wie das heißt, ist das Pitting, wie das heißt, dass so ganz kleine Stückchen vom Kolben sich ablösen? Ja, kann sein, dass da ein bisschen was ist, aber das kommt ja nicht durch die Reparatur, sondern irgendwie durch die Laufleistung oder sogar durch den Turbolader, der da durchgewandert ist. Ich sage jetzt nur mal so. Ich habe es schon mal erwähnt, mal gucken, wie lange es dauern wird, wie lange man mit dem Auto fahren darf. Wir wohnen halt zentral, es ist noch keine Großstadt, aber Hagen ist nicht weit davon entfernt, eine Großstadt zu werden. Und wenn die ein Fahrverbot machen, dann ist es blöd. Aber ich werde jetzt auch nicht, das ist so immer meine Rede. Man kann es wechseln, weil man vermutet, oh,
da ist jetzt kaputt. Das muss neu. Da habe ich nämlich schon mal einen Kollegen gehabt, der hatte ein bisschen Späne im Öl, hat sich Sorgen gemacht und da haben die Werkstätten gesagt, ja, der Motor muss neu, der wird ja kaputt gehen. Dann hat er den Motor neu gemacht, hat da irgendwie, ich meine, 4 oder 4.500 Euro investiert und hat ein gutes Gewissen. Wisst ihr, was ich an seiner Stelle gemacht hätte? Ich hätte den Motor gefahren, bis der wirklich stehen geblieben wäre, weil dann kann ich ja immer noch, dann ist der Motor ja kaputt, dann kann ich den ja immer noch wechseln für viel Geld. Und genauso ist es jetzt hier bei dieser Reparatur. Ich mache die Kopfdichtung mal eben. Was heißt mal eben? Gut, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Ich mache die Kopfdichtung und wenn die Kolben jetzt, die wir gesehen haben, wenn die wirklich einen Kolbenfresser verursachen, alles klar, super, dann sollen die einen Kolbenfresser verursachen, soll der Motor blockieren und dann mache ich den neu. Aber ich werde den doch jetzt nicht irgendwie neu kaufen oder beziehungsweise gebraucht kaufen vom Schrottplatz. Da weiß man ja sowieso auch nicht, was da dran ist. Und wenn der kaputt ist, dann kommt er neu. Okay, dann muss man halt 2-3 Tage ohne Auto auskommen, aber das muss man dann sowieso, auch wenn man den jetzt wechseln würde, den Motor. Ja Leute, also das ist meine Strategie und Philosophie, wenn ich an irgendeine Reparatur dran gehe und auf möglicherweise ist es kaputt, mache ich nicht, außer es ist wirklich ein günstiges Bauteil, wie zum Beispiel bei meinem TT, der Luftmassenmesser. Ein defekter Luftmassenmesser verursacht einen Motorschaden und da habe ich gesagt, komm, das ist es mir wert, um einen Motorschaden zu vermeiden. Aber hierbei, da mache ich jetzt keinen neuen Motor. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr versteht es, was ich euch damit sagen will. Ne? Also das ist meine Philosophie. Gewechselt wird, wenn es wirklich im Eimer ist und wenn der Notarzt quasi schon zu spät kommt, sage ich einfach mal so. Ja, Leute, das ist das, was hier so rumliegt, das, was ich euch gepostet und gezeigt habe in der Community. Ja, es geht fleißig mit dem Kopf weiter. Allerdings, ja, habe ich jetzt nicht alles wirklich verfilmt. Also das Zerlegen, ich habe die Kamera so ein bisschen dahin gehalten, aber nicht geredet und so. Ich möchte das wirklich schnell hinter die Bühne bringen. Eigentlich die Zeit, die ich jetzt hier so sitze und rede, ist eigentlich schon zu viel und zu viel verstrichene Zeit. Ich möchte, dass das Auto schnell läuft. Denn wir haben jetzt für euch einmal zur Info, für die Leute, die sich dieses Video irgendwie, weiß ich nicht, Mitte nächsten Jahres anschauen. Es ist kurz vor Weihnachten. Das Auto soll Weihnachten auch wieder nach Polen und wieder zurückkommen und deshalb kommt alles, beziehungsweise nicht alles, sondern deshalb kommt die Kopfdichtung neu. Ich werde hier auch die Nockenwelle neu machen, aber die Nockenwelle, die werde ich hier mal gucken, ob ich das verfilmen werde oder nicht. Ja, mal schauen, Leute, weil ich habe bereits 2 Videos mit einer Kopfdichtung und deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt nochmal komplett gefilmt werden soll. Ja, schön wäre es, aber vielleicht ein anderes Mal oder so. Jetzt bin ich gerade so kurz vor der Weihnachtszeit wirklich hier voll gestresst, voll müde, voll alles irgendwie, ja. So, das wäre der Statusbericht. Ja, was soll ich noch sagen zum Kopf? Die Nockenwelle, ja, die Nockenwelle, die ist verschlissen. Weißt du was, wir gucken uns die gerade mal an. Hier einmal die Nockenwelle, eine Draufsicht. Man kann so wirklich keinen Schaden erkennen, aber ich zeige euch, wie man das wirklich an dieser Nockenwelle erkennen kann. Und zwar ist speziell jetzt diese besonders kaputt. So, schaut euch das mal an. Man kann nicht wirklich viel erkennen. Ich gucke, dass ich ein bisschen mehr Licht hier reinkriege für euch. Ich weiß nicht, ob man was erkennen kann. Wahrscheinlich kann man hier nicht viel erkennen, oder? Aber schaut mal das an. Hier ist eine Kante. Wenn ich hier mit dem Schraubendreher hochgehe, dann habe ich eine Kante. Hier hinten zum Beispiel nicht. Hier auch nicht, aber hier ist die Kante. Und wenn ich das hier abputze, dann kann man auch sehen, kann man die kaputte Stelle richtig schön erkennen. So Leute, könnt ihr das erkennen? Hier ist so eine kleine 45 Grad angewinkelt hier, beziehungsweise nicht angewinkelt, sondern geschliffen. Und hier ist es einfach nur gerade, weil hier schon locker 1 mm Material weg ist. Um euch das ein bisschen besser zu zeigen, dann gucken wir uns mal eine andere Nockenwelle an. Übrigens habe ich das jetzt gerade hier geputzt, deshalb ist das hier so ein bisschen rau. Schaut euch mal jetzt die Nocke vom vierten Zylinder an. Und zwar die hier. Seht ihr das? Hier geht diese Kante einmal komplett rum. Die geht einmal komplett rum, heißt also, hier ist kein Material abgetragen worden. Diese ist in Ordnung. Genauso wie hier, gut, das ist jetzt natürlich der Rücken
der Nocke, aber auch hier ist diese 45 Grad Kante und auf dem zweiten Zylinder, da haben wir das gar nicht, also das ist wirklich die Nockenwelle, die ist hinüber und muss neu, sonst müssen wir da schon wieder in Kürze dran gehen, wenn wir hier nicht tätig werden. So, jetzt habt ihr auch gesehen, dass die Nockenwelle kaputt ist, also die ist ganz schön eingelaufen und diesmal, ja, vielleicht ein bisschen besser gezeigt, wie man es erkennt, also man erkennt es nicht auf den ersten Blick, wenn man nur den Ventildeckel runter macht und einfach drauf guckt, Leute, erkennt man es nicht. Man muss wirklich den Test machen an der Seite, einmal mit dem Fingernagel oder mit dem Finger oder auch wirklich gucken, ob diese Fräskante da ist, diese, ja, die rund um die Nocke geht. Das ist wirklich ein schönes Indiz, wenn man sieht, dass die leicht ausgearbeitet ist oder dass sie gar nicht mehr vorhanden ist, dass die Nockenwelle kaputt ist. Sonst, wenn man oben drauf guckt, erkennt man es häufig nicht. Gut, Leute, ja, das war so ein kurzes Update und das wär's in diesem Video. Quasi die Auflösung zum Community-Foto, Leute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich, also dafür, dass ihr da richtig teilgenommen habt. Hat mich richtig gefreut, dass ihr so viele Kommentare da reingeschrieben habt. Ich bin glücklich, dass, ja, dass ihr da fleißig teilgenommen habt. Würde mich freuen, wenn ihr mir zu diesem Video, kleines Update, einen Daumen hoch da lasst. Vergisst nicht zu abonnieren, vergisst nicht weiterhin in die Community reinzuschauen, denn dort gibt es, wie ich schon in allen anderen Videos sagte, kurze Updates und vielleicht mal so Fragespiele. Und ja, macht die Glocke an, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, wenn ich ein Video oder einen Community-Beitrag hochlade, Leute. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst auf YouTube. Ciao, euer Schrauber.